was geht, euer Karasu ist wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Ich hatte ja gesagt, die Manga-Leaks kommen noch. Ich wollte es eigentlich vorher rausknallen, hab's aber wieder nicht geschafft. Ihr wisst, ich bin einfach ein Trottel. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Manga-Leaks, bevor das Kapitel jetzt heute, glaube ich, rauskommt um 17 Uhr auf mangaplus.com. Könnt ihr das Manga-Kapitel schon vorab lesen? Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Auf Englisch natürlich. Ihr müsst ein bisschen, wenn ihr wollt, auf die Review warten und dann werden wir einige Einzelheiten aus den Manga-Kapitel durchnehmen. Es wird aber nicht so viel passieren. Ist ja egal. Wir haben die Manga-Leaks. Ich werde schnell mal kurz durchgehen. Wir haben nicht so viel. Also wir haben zwar schon sehr viel Bilder als bei den Draft League, aber wir sehen halt, jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Erstmal den Kampf natürlich mit Trunks, Goten und den Gamma-Leuten. Trunks und Goten haben sich an den Super Saiyajin verwandelt. Das hatten wir in den Draft Leaks ja gesehen. Sie machen dann auch ihre Zyklon-Attacke, die sie gegen den Dino gemacht haben. Aber zusammen mit die Gamma-Leute. Also sehr coole Attacke. Treffen auch Cell Max. Aber Cell Max kann sich hinter ihnen dann teleportieren und gibt Trunks erstmal einen schönen Tritt in die Schnauze. Und damit liegt er erstmal auf dem Boden. Aber nichtsdestotrotz, die rappeln sich natürlich wieder auf. Und hier sehen wir auch nochmal eine kleine Kampfpose natürlich alias. Also ist eine kleine Hommage, finde ich, an die Ginyu Force, möchte ich meinen. Die Ginyu Force hat ja auch immer solche Posen eingenommen. Und ich finde es eigentlich ganz lustig, dass sie das hier mit reingebracht haben. Ist eine coole Sache. Dann sehen wir auf alle Fälle die Fusion, die leider misslingt, denn Goten und Trunks werden sich in diesen dicken Gotenks verwandeln. Der natürlich nicht so, also er ist schon stark. Also ist nicht so stark wie der richtige Gotenks, ja, aber er ist schon stark. Also er ist halt auch kein Fallobst. Das Problem ist halt nur, dass sie erstmal warten müssen, bis die 30 Minuten um sind, damit sie sich halt wieder verwandeln können. Naja, nichtsdestotrotz werden wohl Piccolo und Son Gohan eingreifen. Ja, da unten haben wir dann den kleinen Dialog zwischen Krillin, Pan und Bulma. Es wird aber nicht so viel gesagt. C18 sagt halt nur, ah, der nützt es nicht, da muss ich wohl auch jetzt gehen. Und Krillin sieht es natürlich als Chance, weil er auch nicht kämpfen möchte. Also früher wollte, hätte er schon mitgekämpft, ja, aber er zieht sich hier zurück, weil er natürlich absolut keine Chance hat, ja. Und er sagt, oh, dann passe ich auf Bulma und Pan auf, was für ein Zufall. Und Bulma sagt dann auch noch so, oh, da hast du aber eine gute Rolle gefunden. Fand ich eigentlich sehr witzig, dass das hier so dargelegt wurde. Ja, und dann geht's auch schon los. Wir sehen Piccolo und Son Gohan, alle greifen mit an. C18 greift auch Cell Max an. Also alle arbeiten zusammen und versuchen Cell Max aufzuhalten. Gamma, ich glaube Gamma 2, wird auch noch mit seiner Pistole schießen. Eine riesengroße Explosion, also die größer als gegen Piccolo. Cell Max auch treffen. Das juckt Cell Max aber überhaupt gar nicht. Denn er rastet vollkommen aus, aktiviert seine Laserstrahlen an den ganzen Körper. Erinnert wieder ein bisschen an Haichiak, glaube ich, hieß der aus den Dragon Ball Super. Ach, Dragon Ball Super sah ich schon. Meine Güte. Aus den anderen Dragon Ball Filmen, diesen Special Film, was es damals auf Raging Blast 2 als, ja, so eine Art überarbeitete Remake gab. Und das hat mich ein bisschen dran erinnert. Und es hat mich auch dran erinnert an diese Version von Godzilla, Shin Godzilla. Vielleicht kennt einer den Film. Da hatte er auch so eine Laserstrahlen auf dem Rücken, die er abschießen konnte, wo er die ganzen Helikopter abgeschossen hat. Fand ich sehr cool. Schöne Sache mit Cell Max. Also man sieht, dass der schon ein ernstzunehmender, krasser Gegner ist und dass man den einfach nicht unterschätzen darf. So, dann geht's weiter. Wir sehen hier auch nochmal eine kleine Unterhaltung. Da kommt aber auch nicht so viel. Krillin sagt halt, das war halt sehr knapp. Fast wäre es da schief gegangen. Bulma sagt auch, ja, vielleicht ist es besser, im Flugzeug zu warten, dass wir halt immer flugbereit sind, also dass wir halt sofort abhauen können. Dann sehen wir die nächste Unterhaltung zwischen Gamma 1 und Gamma 2 und natürlich Son Gohan und Piccolo. Aber da wird auch nicht so viel gesagt. Son Gohan sagt bloß, dass wir mit stärkeren Angriffen angreifen sollen, um ihn zu besiegen. Piccolo sagt, Mist, das haben wir ein bisschen unterschätzt quasi. Und Gamma 2 macht dann den Entschluss, dass er sich halt hier opfern möchte. Also so wird, er sagt es halt nicht direkt. Aber er sagt halt, ja, ich muss dann, wie gesagt, alles auf eine Karte setzen, um Cell Max dann hier irgendwie zu besiegen. Ja, Gamma 1 sagt dann bloß, meinst du jetzt ehrlich, was ich denke? Und dann kommt von Gamma 2 bloß noch, also ein Lachen halt. Also er ist auf und dabei, sich zu opfern. Das sahen wir ja in dem Film quasi dann auch. Das war es erstmal mit den Manga-Leaks. Wir freuen uns auf das Kapitel. Die Review wird ein bisschen dauern, Leute. Da dürft ihr mich nicht festnageln. Vielleicht, ja, vielleicht schaffe ich es in der Woche, kommenden Woche. Muss ich mal gucken. Aber sie kommt auf alle Fälle wie immer. Das war es erstmal von meiner Seite. Haut erstmal rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.